Das sind nämlich die Operatoren für sogenannte arithmetische Ausdrücke. Für boolsche Ausdrücke kennen wir die Operatoren NOT und die zwei Ampersand-Zeichen und die zwei Pipe-Zeichen für die Konjunktion und die Disjunktion. Jetzt haben wir sogenannte arithmetische Ausdrücke, wo die Operanden arithmetische Operatoren, wo die Operanden arithmetische Ausdrücke sein müssen, also ganze Zahlen. Schauen wir uns die Operatoren mal an. Plus und Minus als unäre Operatoren liefern das positive oder negative Vorzeichen. Das heißt, hier kann man sowas machen wie plus 9876 oder minus 2345. Für diese Operanden, versehen mit den unären Operatoren, wird geliefert der Wert plus 9876 und minus 2345. Dann die Addition ist ein binärer Operator in dem Fall. Oder da wird halt hier beispielsweise berechnet 12 plus 98, das sind zwei Literale, deren Wert ist 12 und 98. Und wenn ich die addiere, erhalte ich die Summe, das ist 110. Die Subtraktion. 12 minus 98 ergibt den Wert minus 86. Die Multiplikation 6 mal 5 ergibt den Wert 30. Die Division, und hier ist es so, dass in der Welt der arithmetischen Ausdrücke eine Ganzzahldivision gemeint ist. Das heißt, es wird nur die ganze Zahl zurückgeliefert, der Rest wird oder die Zahlen hinter dem Komma, die werden weggelassen. 7 dividiert durch 3 ergibt in Java 2. Die Nachkommastellen fallen weg. Man kann sich den Rest aber ermitteln lassen durch den sogenannten Modulo-Operator. 7 Modulo 3 ergibt 1. Das ist der Rest der Division, der Rest der Ganzzahldivision.